Keiner hat gesagt, wie schwierig es ist, eine neue Republik aufzubauen. Willkommen zurück zu Thrawn's Revenge. Und bevor der gute Typ überhaupt da ist, scheint er schon seine Rache zu kriegen, denn ich bin jetzt schon leicht mit der neuen Republik überfordert. So, wo bin ich denn nochmal? Was tue ich hier? Wie heiße ich? Und was kann ich bauen, um das alles besser zu machen? Meine erste Amtshandlung heute in dieser Folge ist, Mon Mothma hier hinzuschicken. Mon Mothmero. Wie sie im Spanischen heißt. Nee, keine Ahnung, wie sie im Spanischen heißt. So, dann erstmal hier schön die Sachen bauen. Meine Stimme gehört Lea Organa, dankeschön. Und ich baue nochmal ein Höflichkeits... AA5, Speeder Truck Company, genau. Viel Spaß damit. So. Genau. Real Core wird gerade gebaut, erforscht oder, keine Ahnung, auf irgendeine andere Art und Weise zusammengesetzt. Dabei handelt es sich um dieses wunderbare Healthcare-Paket. Andersrum, Harvest Real Core. B2B over. Plot Point. So, the Retics have discovered, dankeschön. Empire has conquered Denon. Denon! Und dann auch noch Corsin. Okay, doppelt. Aha. So, the Retics have discovered a cure. But we need real core from Ryloth to make it. So, das heißt, wir beuten den Planet auf die gute alte und Weise schön gerade aus, dass wir das auch alles kriegen. Genau, das klingt gut. Denn ich hätte hier gerne noch eine kleinere Verteidigungsflotte. Was haben wir denn hier? Was ist das eigentlich? MC40A, Gesundheit. Okay, nehme ich trotzdem mal mit. Geil, ich wollte eigentlich nur einen davon bauen oder zwei. Das reicht mir. Boah Gott, ey, erstmal wieder klarkommen. Aber... das ist das Gute. 60.000 Credits. Die müssen hier auch erstmal ausgegeben werden. Was haben wir hier? Diese Boarding Shuttles? Boarding Shuttle? Okay. An assault transport loaded with marines for the capture of enemy ships. What? Geil! Die kosten 7000! Was? Hä? Moment. Die kosten mehr als ein Mon Calamari Kreuzer? Okay. Mal bauen. Unit in production. Construction complete. Yo, da bin ich mal gespannt drauf, die einzusetzen. Da habe ich Bock drauf. Erstmal ein paar Schiffe klauen. Dieser Sternzerstörer gehört ab sofort der neuen Republik. Vielen Dank. Bitte lassen Sie keinen Widerstand. Kommt immer so eine nette Durchsage, so vielen Dank und einen schönen Tag noch. Falls ihr euch fragt, wo Han Solo und Chewbacca hin sind, dann, diese Frage werde ich nicht beantworten. Ja, vielleicht sollte ich doch mal Kuat langsam einnehmen. Pass auf. Wir übertreiben jetzt ein kleines bisschen. Wir nehmen jetzt Kuat ein. Pass auf. In dieser Folge nehmen wir Kuat ein. Ich habe beschlossen, habe ich. Und Mutma wird jetzt erstmal ein bisschen ausrasten und erstmal ein bisschen hier was bauen. Ja, dann heißt sie halt Mon Mothma, ist mir egal. Okay, und jetzt sag nicht, dass uns die Leute ausgehen. Wer bist du denn? Achso. Hey Organa, Solo has won the New Republic Elections zum dritten Mal in Folge. Yay, warte kurz. Da kann man ja ruhig mal klatschen. Bin ich? Wo bin ich? Wie heiße ich? Warum? Und weshalb? Kasa. Ach so, die wurden dann später für die Rebellen eingesetzt. Sehr gut. Da haben wir wieder Mr. Antilles. So, we've... Ja, ist ja gut. Darf ich jetzt reden? We've... Sagst du es? Nee, darf ich nicht mehr. So, we've successfully secured, pass auf, the real core with the cooperation of the Twi'leks. Send Mirax Tarik from Ryloth to Borlaeus.
So, the Rhetorics can finish the... Ja, und da ist es wieder weg. Boah. Okay. Ich habe irgendwie noch mitbekommen, dass wir irgendwie irgendwas irgendwo hinbringen müssen. Den großen Geldkoffer. Was haben wir denn hier? Mirex Tarik. Ah ja, Major Hero. Commercial Acumen. Acumen plus 30%. Aha. Mirex was the daughter of the notorious Corellian Smuggler Booster Tarik. Kenne ich nicht. Obwohl, ist das hier... Kam der dazu? Booster Tarik, tatsächlich. Class Captain. Mhm. A very influential smuggler. Booster Tarik runs his organization from the Star Destroyer Errant Venture, which, while not perfectly maintained, is far more powerful than any other smuggling vessel. Aha, ja, brauche ich auch ein bis zwei Leute, den richtig zu bedienen. Modified Imperial to Star Destroyer Errant Venture. Aha. So, jetzt bin ich leicht abgedriftet von ihr. Moment. Wo war ich denn? Jetzt ist ja auch, wer Booster Tarik ist. Der gute alte Booster. Ey, die Namen sind manchmal einfach verrückt. So, and a childhood friend of Wedge Antilles. Aha. After father was arrested by Hal Horn and sentenced to hard labor in Kessel, the young Mirex took charge of Tarik's incentive operation. Immer dieses Luft holen. And turned it into a profitable and most... And almost. Nicht most, sondern almost. Almost. Almonds. Entirely legitimate business. Ah, guck mal an. Her friendship with Wedge led to her aiding role... Was? Led to her aiding Rogue Squadron on several occasions. There she met Corin Horn and, much to her father's chagrin, began a relationship with the son of the man who had arrested him. Ja, kann man ja auch mal machen. Ne? So ein bisschen so, diese gefährlichen Beziehungen wieder aufleben lassen. Fleet. Wer ist er? Tal'Dira, Class Fighter. A physically imposing Twi'lek pilot and warrior. Tal'Dira was commander of a squadron of Chiodaki starfighters. He resigned from Rylos military to aid Wedge Antilles in the Bacta War and eventually joined the Rogue Squadron. Ah, ja. Na gut, ich denke, wer im Rogue Squadron war, der kann sich das definitiv auf seinen Lebenslauf schreiben. Das hören Rebellengeneräle nämlich gerne. So. Das so dazu wurde gesprochen. Ich baue allerdings hier noch einmal eine Mining Facility. Und dadurch, dass ich jetzt weiß, dass der Planet dementsprechend kostbar ist und man, ja, genau, das Imperium kann da auch direkt hin. Das ist sehr uncool. Da bräuchte ich doch mal eine dickere Kugel hier hin. Einmal eine ruhige Kugel schieben. Und wir bestechen diesen Sir Yonker. Kann ich das eigentlich nur da? Ja, ne? Okay. Na gut. Guck mal, dann bestaken wir mal. Building started. Mehr Geld hier, mehr Geld da. Da kommt auch erstmal keiner hin. Das ist sehr gut. So, Corellia. Ich will immer noch Kuat haben. Da kann ich nämlich dickere Schiffe bauen. Boah. Keine Ahnung, ob das da reicht, da reinzufliegen. Keine Ahnung. Was ist das hier? Dankeschön. Send Mirex Tarik to Borlaeus with the Rekor. Wo ist denn Borlaeus? Das war doch hier irgendwo, ne? Da, natürlich, ja. Durch die ganze Galaxis fliegen. Aber natürlich... Noch irgendwelche Wünsche, Hoffnungen, Träume. Boah, darf ich jetzt mal... Excellent work. Yonker has not only left Isat. Alter, Moment. Willy Yonker heißt der Gute bestimmt. So, der hat uns jetzt einfach mal verraten. Ne, beziehungsweise der hat das Imperium verraten. Wo man ja auch gerne sagt, Verräter, die einmal verraten haben, verraten wieder. Verrat hier, Verrat da. Fahrradfahrer, so, der sieht wieder so aus, als ob er aus dem einfachsten, billigsten Comic kommt, den es gibt. Wahrscheinlich stimmt das auch. Ich kann den nicht lesen, weil der Wedge Antilles gerade den Holoprojektor für sich beansprucht. So, darf ich das jetzt lesen? Fleet Commander, cautious. Okay, Imperial 2 Star Destroyer Freedom. Okay, pass auf.
Pass auf, nur um das jetzt nochmal festzuhalten. Der Typ, ne? Der Typ arbeitet schon beim Imperium, denkt sich so, yo, kein Bock mehr. Dann hält er schon so die Hand auf für großartige Spenden, dass er von A nach B geht, ne? Schön die Seite wechselt. Nimmt dann seinen Star Destroyer mit und nennt den irgendwie nicht Bribe oder sonst irgendwas, sondern nennt den Freedom. Ne? Schön sich die neue Flagge da der Republik drauf tätowieren, perfekt. Wäre mir ein bisschen gefährlich, aber muss ja nehmen, was man kriegen kann. So. Sir Yonker was a Kominori officer. Was ist das denn? Who protected the Outer Rim from pirates in the early years of the Galactic Civil War. Nice. Ach so, Moment. After Endor, several warlords offered him a position in their regimes, but Yonker remained loyal to Isan Isad. Naja, loyal ist so. Loyal für 10.000 Credits. However, her tactics left him disillusioned. Ich schreibe mir das. Okay. Schweres Wort. Disillusioned. And Yonker eventually defected to the New Republic with his ship and crew. So, jetzt nochmal alles zusammen. Disillusioned. Das ist maximal falsch. Ja. Ne? Englisch lernen mit Admiral. Dankeschön. Perfekt. Quasar reporting for duty, sir. Jo, schreib ins Ohr, danke. On the Calamari Cruiser ready. Der hat definitiv die Wolldecke gefressen. Pass auf. Affirmative. Mir geht langsam die Geduld aus, dafür bin ich leider nicht bekannt. Also für Geduld bin ich nicht bekannt. So, The Graveyard, ja, das hört sich ja nicht an. Boah, sechs Sterne, ja, schon nicht ganz so ohne, ne? So, aber ich habe auch ein paar. Order acknowledged. Construction complete. Ja, das geht. Ach. Es ist auch hier. Lächerlich ist das, das ist das. Oh, den nehme ich doch mit, danke. War das nicht auch so? Nee, ich glaube, das war bei Total War, ne? Dass man, wenn du Verstärkung zum Ort der Schlacht geschickt hast, dann konntest du die da noch mit einsetzen. Die kam dann irgendwann an. Das war richtig cool gemacht. Ich glaube, das geht hier leider nicht. Ja, ach. Ach, Munkanari-Kreuzer, er kann ja... Kann ich hier Battle of Endor nochmal spielen? So. Kurz, Space Battle imminent. Yes, please. Wenn es da oben auch so eine Schaltfläche für Yes, Please stehen, dann wäre ich zufrieden. Aber so? Nee. Nee. Preferred Revolt Faction. Interessant. Moin! Sir, das große Moin wurde gesprochen. Oh nein. Cool. Also, Kuat? Nee, Kuat? Kuat Chef, Sir. Complying with orders. Complaining with orders. Sehr schön. Cruiser Moment, bitte was? Cruiser responding. Cruiser. Ja. Star Destroyer standing by. Was kann der? Gar nichts. So, der hat auch wieder irgendwelche Waffen. Das sehen wir gleich. Der kann auch nichts. Ja, cool. Warum könnte er denn nichts? Command. On the double, my liege. Okay, 4 Mon Calamari Cruiser haben wir noch. MC-80. Das ist sehr schön. Die werde ich nämlich jetzt auch leicht vorschicken müssen. Oh, da kommt aber schon. Pass auf. Achso, Draw the Fire ist ja was anderes hier. Okay, komm. Der bleibt jetzt erstmal stehen. Ich habe gesagt, du bleibst stehen. Und der Rest hilft denen. Achso, vielleicht habe ich jetzt gesagt, naja, das, ne? Okay, ihr nehmt mal den unter Feuer, dann... Hatte ich nicht mal auch irgendwelche Jäger oder so? Nee, ne? Ach, Jäger sind doch übertrieben. Brauch eh keine. Der wird wahrscheinlich auch draufgehen. Mist. Kann ich denn hier schon mal irgendwas... Ja, fahr mal langsam die Jäger ab. Das wäre cool. Danke. Luke mal wieder so, ja,
Ja, helfen ist immer so ein großes Wort, ne? Da ist halt... Oh. Der macht sich bitte schon mal aus dem Stäubchen. Alter, das ist... Alter, da ist auch... Okay, die sind schon mal down hier, das ist gut. Ihr snackt euch mal bitte die Jäger, das wäre auch cool. Und du aktivierst deine Schilde, sonst war's das gleich. Ja komm, der ist außer... Der ist keine Gefahr mehr. Okay, Advanced Tactics, den einfach mal reinschicken. Der kann nämlich sein ganzes, der kann nämlich mal das ganze Feuer vom Feind auf sich ziehen. Luke lebt noch. Den brauchen wir noch für diverse Episoden. Der muss noch Grogu ausbilden. Wow, jetzt greifen die echt alle hier die kleinen Locate Runners an. Interessant. Ja, komm einfach mal in die Schlacht schicken. Ihr könnt bestimmt auch noch was machen. So. Luke geht's gut. Herr Katan ebenfalls. Der wartet am liebsten. Erstmal gar nichts machen. Ja, komm hier, fliegt einfach mal durch. Und aktiviert die Schilder. Den könnt ihr euch anschießen, der hält genug aus. Und Luke wieder so, ja. Ach so, ja, helfen. Und du machst dich bitte wieder mal aus dem Stäubchen. Das sind nämlich doch etwas mehr Sternzerstörer, als ich zugeben möchte. Shit. Ey, das sind einfach so viele. Da sind schon so ein, zwei Jäger auf dem Feld, würde ich meinen. Oh shit. Vielleicht habe ich da ein bisschen zu. Vielleicht war das ein bisschen zu voreilig. Bis. Tschüss. Advanced Tactics, hat er gesagt. Ja. Hey, was ist das denn hier? Krass, das ist irgendwas unsichtbar. Ja, ich glaube, dann geht die Home One gleich drauf. Ja, nice. Ja, brauchen wir eh nicht. Ja, Kurt haben brauchen wir. Kurt haben brauchen wir nicht mehr. Ja, das ist tatsächlich gar nicht mal so cool. Ich dachte nämlich, das ergibt sich hier deutlich schneller. Ja, wir brauchen schon die Home One, mein Gott. Mist und so. Guck mal, wollte euch das eigentlich nur zeigen, wie das aussieht, wie die Hormone kaputt gemacht wird. Mist und so. Interessant, dass hier irgendwie immer noch was unsichtbar ist, oder meine ich das nur? Halluziniere ich schon wieder. Wahrscheinlich. Ja, Hauptsache Luke geht's gut. Alles andere ist ja egal. Ja. Hätte ich aber auch echt nicht gedacht, dass sie da die Home One so dermaßen zerbrezeln. Ja, keine Verluste. Easy. Ich wollte Akbar eigentlich nur frühzeitig in den Ruhestand schicken. Ich hab's ja nur... ich hab's ja im Guten gemeint. Oh Gott. Ah, es ist alles so falsch. So. Jail Akbar has been defeated. Mist. Hab ich mir tatsächlich gar nicht mal so vorgestellt, dass das, dass das passiert. Hatte ich eigentlich die Boarding-Ships mit? Mist, die habe ich gar nicht eingesetzt. Oder habe ich die hier hingeschickt? Nee. Wo ich denn meine Boarding-Ships? Habe ich die immer noch?
so, ja, nice. Hätte ich die mal eingesetzt und so. Hey, sind das jetzt gerade weniger Bodentruppen geworden? Oder meine ich das nur? Ein AT-AT. Aha, aha, 5 von denen. Right away. Sieht so ein bisschen wenig aus. Construction complete. Vehicle in production. Moving out. Also ein paar Bodentruppen hätte ich dann doch noch gerne. Was kann ich denn hier bauen? Open Command Position. Story Event Organize Command Position. Organize a Command Position for Frontline Duty. Enables Commander Options. Sexy. Genau, erstmal hier alles bauen. Eigentlich wollte ich Bodentruppen bauen. Hat sich ja voll gelohnt und so. Genau. Was brauche ich mal mit? Dieses Tag Co. Irgendwie irgendwas. Ja, und da habe ich ja mittlerweile auch mal ein, zwei von. Sehr schön. So, aber der nochmal. It was fast and carried heavy firepower for ships with size and class using passenger space. Come on, die sind zwei Combat Systems. Okay. Aber nichts, was jetzt genau für Jäger ist, ne? Corvette Blockade Runner, genau. Research complete. So, Iron Cruiser, aha. Construction complete. Aber da steht nicht genau, dass die gegen Jäger sind. Das hätte ich nämlich gerne. Provides use of fire against enemy capital spot legs point defense weaponry. Ja, genau. Vielleicht doch mal ein, zwei Quasare mitnehmen. T2B over. All up. Yo, er fliegt extra. Okay, nice. Quasar reporting for duty, sir. Ja, cool. So kann ich doch mal Mod mal nicht mehr wiederfinden. Let's move out. Geht das gut, ja oder nein? Quasar reporting for duty, sir. Ach, das geht schon. Ich doch. Easy. Ah, endlich Kuat haben. Das ist nämlich sehr gut, denn jetzt können wir die gute Mirax, oder wie sie heißt, Miracolix, können wir endlich nach oben bringen. Also ganz ohne Flotte hier das liegen zu lassen, würde ich dann doch nicht machen. So, du kommst erstmal da. So. Construction complete. Ich habe eben kurz vom Tee des Schicksals getrunken. Hier können wir wieder das Triforce bauen, das ist sehr gut. Was haben wir denn hier? Senator's Office. Planet, genau. Nehme ich erstmal Miet und wir bauen eine Space Station, damit wir auch die dickeren Schiffe bauen können. So. Mirax has safely made it to Borealis with the real core. Diese Worte zwischendurch. Now. All we need to do is produce, dankeschön. Erstmal produce, dankeschön. Produce the cure for the Kratos Virus. Rilka on Borealis. Aha. Wow, dein Ernst, warte mal eben. Boah. Erstmal Aurora Borealis erforschen. Wen haben wir denn hier? Namo! Der bringt immer die Ammo. Cheldorad. Aha. Story Event. Place this Commander in Active Duty. Kann ich mir davon jetzt einen aussuchen oder? Ich. Keine Ahnung. Firmus Nance. Mhm. Ada Talon. Ich weiß doch nicht, was ich damit machen soll, Mensch. William. Nee, Willem. Willem Burke. Mhm. Was haben wir hier? Random Selection. Defer the choice of a commander to your advisors. Ach so. Nee, das macht man aber nicht. Battlecruiser Arrow of Sullust. Ja. Home One Type Cruiser Defiance. Genau. Einmal die Home One 2 bitte. Ist auch wieder die Home 2. Construction complete.
Auch extrem geil, dass die dann so... Moin! Achso, den können wir wieder abwählen. Ich finde das geil, wie das einfach so... Es ist genau sein gleiches Symbol, nur mit so einem durchgestrichenen, ne? Symbol. Und Leia Organa zum vierten Mal die Elections der New Republic gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn Mon Mothma? Da. Du fährst mal kurz mit deinem Auto darüber und erforscht bitte mal das Gegenmittel. Was haben wir denn hier? View Jedi. Boom. Das können wir auch mal machen, dann können wir wohl den Kalkatan abwählen. Können Mara Jade mitnehmen oder so. Ja, wäre mal ganz cool. Ah, Kalkatan ist auch witzig. So. Producing Kratos Virus Cure. Jawoll. Derzeit gehe ich mal hin und baue Kurt weiter aus. Hier kann ich dann Kalkatan abwählen. Stimmt, die müssen sich ja auch immer in der. Hier in dem Space bewegen. So, boom. Constructing. Das dauert ein paar Minuten. Building under dann hätte ich gern das noch und dann hätte ich gern das hier noch. Building started. So, hier. Quad Drive Yards. This company provides a cost and time reduction for... Ja, so ziemlich alles. Geil. Für 9500 Credits. Building under construction. Nehme ich auch mal mit. Wie viel Kohle gibt es denn eigentlich so pro Runde? 4000 Net Income, 4562 Credits. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ups. Kann ich hier noch Verteidigungsanlagen bauen? Wahrscheinlich nicht. Aber da sollte sich jetzt ja auch einiges befinden. Max Capacity? Ups. Oder auch nicht. Wow. Alles passiert gleichzeitig. Okay, ich könnte die Flotte nehmen und irgendwo anders mal drüber bügeln. Beispielsweise hätte ich nämlich auch gerne mal Corellia eingenommen. Stufe 3, also bitte hier, ne? Richtige Experten bauen Schiffe auf Stufe 4. So, wir können schon mal die MC-80B bauen. Sehr schön. Und die MC-80 Home One Type. Originally long-range exploration and colony vessels, the largest Moncalamari civilian ships became command cruisers and battle carriers of the Rebel Alliance. Nice. Some of the most powerful vessels that could be mustered against the Empire when converted. Most famously, Admiral Akbar's Home One was the Rebel flagship at the Battle of Endor. Mhm. Was ist hier übrigens unterstrichen. Construction complete. Könnt ihr es vielleicht nicht sehen, aber ist so. Na, so wie in Star Wars. Habt ihr gerade Yoda gesehen? Nee, das ist einfach nur so ein Rebellentrupp. Da wäre auch irgendwie unlogisch. Da wollte ich noch Schiffe bauen. Nur die einfachen. Achso, und dann gegebenenfalls einen von denen. Dann können die nämlich auch nicht mehr abhauen. Kann ich hier gerade noch irgendwas verbessern? Ja oder nein? Genau, die Flotte kann ich nochmal eben zusammenbauen. Ja, ist auch wieder eine gute Flotte, die regelt, würde ich sagen. Construction complete. Luke packe ich mal dahin, genauso wie Kalkatan. Und die, was kann ich nochmal? Baudo Star Yacht. What? Ich glaube, die hat auch Akumen. On the move. Mhm. Stimmt, ich kann jetzt auch Wedge Antilles irgendwo mit hinnehmen. Der hatte auch zwei seiner
Und Kalamari-Kreuzer mit dabei. Sehr schön. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier noch irgendwas großartig ausbauen kann. Achso, genau, hier wird das Heilmittel erforscht. Kann ich hier noch weiter ausbauen? Nee. Was? Aber ich meine, ich habe doch erst eine Raumstationsstufe. Nee, Dreadnought Shipyard. Ich glaube, ich habe einfach noch nicht die Möglichkeiten mehr zu bauen. Wobei ich auch... Ey, Moment, wie viel Geld habe ich? 32.000 Credits? Das ist gar nicht mal so viel. Ja. Jo, Kratos Virus Core ist gleich erforscht, das ist sehr gut. Dann passiert jetzt Folgendes.